Guten Morgen, guten Abend oder Hallöchen, mein Name ist der Frodo und wir sind im Spiel des Tages. Und im Spiel des Tages am heutigen Tag heißt, wir haben was Besonderes zu verkünden, nämlich einen frohen, schönen, warmen, gemütlichen, besinnlichen und überhaupt sonnigen ersten Advent. Denn, nein, Quatsch, ersten Advent, so ein Blödsinn, wir haben schon den vierten, ne? Mensch, wie die Zeit vergeht, Leute. Geht euch das dieses Mal auch so? Ich habe das Gefühl, Weihnachten ist eigentlich viel, viel schneller da, als man es gebrauchen kann. Ich gehe nächste Woche auf jeden Fall noch einkaufen. Ich habe nämlich noch nicht alle Geschenke. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Wenn ihr auch noch nicht alle habt, dann sei euch gesagt, vierter Advent heißt, es wird Zeit. Wir haben, ich glaube, das bestmögliche Szenario. Wir haben nämlich am Samstag den Heiligabend, das heißt, wir haben die längste Distanz zwischen Heiligabend und 4. Advent. Solltet ihr also Weihnachten feiern, habt ihr jetzt die bestmöglichen Chancen, wir spielen unseren Piraten, die bestmöglichen Chancen an Geschenke zu kommen, bevor es zu spät ist. Also Tanke müsst ihr noch nicht anfahren. Aber es wird so langsam Zeit, womöglich. Also ihr könntet und solltet euch eventuell vielleicht, oh, das überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Ihr solltet überlegen, ob ihr da nicht so langsam in den Advent investiert. Okay, also vierter Advent, Weihnachtsgeschenke habe ich erwähnt. Was ich noch erwähnen muss, ihr seht vielleicht, ich bin Level 20, Rang 20. Das liegt daran, dass ich, ich habe einen großen Fehler begangen. Ich habe tatsächlich gerade eben die Aufnahme fälschlicherweise gestoppt. Das heißt, wir haben das letzte Spiel irgendwie in... Ja, nach 3 Minuten war es vorbei. Also für euch. Das Spiel hat länger gedauert. Ich habe verloren. Ja, auch gegen einen Jäger übrigens. Apropos, Happy Feast of Winter Vale. Och nö. So, genau. Nee, also ich habe gerade verloren. Deswegen Rang 20 war nicht so besonders glücklich. Ist aber nicht mehr zu ändern. Wie ihr sicherlich euch vorstellen könnt. Machst du nix, machst du nicht. Okay, was machen wir als nächstes? Was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, ich würde gerne die Anomalie spielen. Und zwar machen wir das. Die Anomalie. Dürft ihr die Anomalie? Jetzt habe ich 2 zur Verfügung. Das so. Spielen das hier. Spielen das. Upsa. Spielen das hier. Hauen ihn. Und sind fertig. Ha! Das war großartig. Übrigens, ja, jetzt auch in Bezug zum letzten Spiel, welches ich verloren habe. Ich weiß, Granas, ne, neues Deck or Riot und so ein Kram. Ist richtig. Geplant war auch eigentlich, dass ich, och nö. Blöder Penner, sage ich mal. Ganz unverschämt. Oh, du bist dran. Geplant war, dass tatsächlich auch heute ein neues Deck am Start ist und ich ein neues Deck mit zusammenstelle. Aber wie sich dann zufälligerweise oder kurzfristig... Ach, nö. Was ist das? Dann zappen wir den, ne? Dann müsste der doch weg sein, oder nicht? Ja. Nein! Nein! Ach, wie gemein. Wie gemein, wie gemein, wie gemein. Na gut. Also, ich weiß, war geplant hier ein neues Deck und so weiter. Da nochmal zurück drauf zu kommen, weil ich muss mir angewöhnen, meine Gedanken hier auszusprechen, ne? Wenn ich unterbrochen werde und einfach die Fresse halte, ist blöd. Also, ich weiß, ne, wir wollten da was machen, aber ich bin da noch nicht zugekommen. Ich sag's, wie es ist. Ich wollte es machen, ich habe heute aber dafür leider nicht so die Zeit. Den hier. Und ihn. Ja.
glaubt das. Du bist dran. Da, 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 da. Yeah. Ich bin dran. Ich glaube, diesmal könnte es besser werden übrigens. Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei der Sache. Wir fangen an mit... Was machen wir denn? Ja, das ist schön. Das ist super. Machen wir so. Zack, 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 zack. Und du bist dran. Happy Feast of Winter Vale habe ich ihm, glaube ich, schon gewünscht. Ja, also... Ich erwähnte schon mal, ne? Ich sollte meine Gedanken häufiger aussprechen. Ich krieg das hin. Wir arbeiten daran. Ich habe gestern übrigens ein bisschen... Ach nö, was ist das denn jetzt hier? Ach nö, 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 das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut, das finde ich nicht gut. Okay, dann auch das hier, das hier. Wir hauen ihn. Whenever you summon a beast, draw a card. Das hilft mir nicht wirklich. Ich habe so wenig Tierchen. Oh, nö. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Wir beginnen mit Betrayal. Zack, zack. Rums. Wir setzen fort mit Backstab. Zoink. Und dann hauen wir den zweimal. Einmal, zweimal und drawen gleich a card. Ich sag's schon mal voraus. Und sind fertig. Und gleich habe ich 10. Das ist erfreulich. Hol mir Deathwing. Gut, dass wir nicht gegen einen Warrior spielen, sonst hätte ich gesagt, der hat das Execute gleich auf der Hand. Aber bei dem Hunter, glaube ich, wird das nicht so schnell passieren. Irgendwie muss der wohl beschissene Karten haben, habe ich das Gefühl. Na und jetzt. Destroy all other minions. Dann machen wir es so, machen wir es so, machen wir es so. Nee, komm, wir lassen das. Wir warten mal ab, was kommt. Ich würde mal annehmen, er hat einen Big Player auf der Hand. Also, ich überlege im Augenblick, wann ich Deathwing spielen kann und soll und werde. Whenever your hero takes damage, this minion takes it instead. Ach, schön. Schön, schön, schön. Schön, damit beginnen wir. Dann eine Death Rattle Card. Oder put all dragons from your hand into battlefield. Das bringt mich da nicht weiter, weil der ist dann halt weg. Oder? Moment. Nee, der ist nicht weg. Dann nehmen wir den. Ah, das ist gut. Das ist richtig gut. Und zwar so. Zack. Du bist dran. Deathwing Dragonlord und Deathwing. Schön. Nö! Nö! Ich bin dran. Nein, du bist dran. Doch, ich bin dran. Jetzt aber. Frage, was war da jetzt? Was hat er jetzt gespielt? Secret! Aua! Here we go. Du bist dran. Dum, 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 da, dum. Jaha. Ja. Mach nicht sowas. Mach nicht sowas. Lass das. Oh nein. Nicht euer Ernst. Puh. Yeah, 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 yeah. So. From that
Well played. Rang 19, ich sag's euch. Scheiß drauf hier, neues Deck und so. Ne? Nur damit das klar ist. Übrigens, interessanterweise hat das kein Battlecry hervorgerufen. Was ich ziemlich cool fand. Also, ich habe meine Karten auf der Hand behalten. Das fand ich jetzt sehr praktisch. Das wäre es jetzt gewesen, ne? Hätte er dann den nächsten, weiß ich nicht, Destroy in Random Enemy Minion. Random Enemy. Ja, ne? N kommt nur bei einem Vokal, genau. Ja, gut. Nee, wir haben gewonnen. Ich bin begeistert. Wir haben wieder den Rang 19 erarbeitet, den ich verloren habe, ohne euch dran zu beteiligen. Aber, ihr seht, wir sind quasi wieder auf Anfang. Und das nur einen Tag weiter. Ah. Ja. Ich merke, ich muss mehr moderieren. Es wird wieder Zeit, dass ich ein bisschen mehr moderiere. Ich habe übrigens gestern, jetzt mal ohne Scheiß und das mal eben noch hinten dran geschoben. Ich habe gestern extreme Lust bekommen, mir mal wieder HOTS, also Heroes of the Storm, genauer anzuschauen. Diesbezüglich vor allen Dingen einmal das Ding, dass man, ich glaube, bis zum 1. Januar oder so, wenn man genug Spiele mit Freunden gemacht hat, ich glaube 30 müssen es sein, dann bis zu 5 Heroes bekommt, was ich cool fände. Und vor allen Dingen, ich habe gestern, ich weiß gar nicht mehr, was war, irgendwo ein Cast gesehen, ein Turnier, vielleicht hat es einer von euch gesehen, ich glaube, da ging es um irgendwelche Razer Watches. Fand ich cool, dass also inzwischen schon wir so weit sind, dass kleine Streams mit knapp 100 und ein paar zerquetschten Einschalten, also Zuschauern, solche Turniere halt becastet. Das zeigt, dass E-Sports doch irgendwie eine gewisse Präsenz bekommen hat. Auch für kleinere Sachen werden inzwischen dann Preise rausgehauen, was ich sehr, sehr, sehr positiv finde. Aber, also ich meine das wirklich ernst, das ist also jetzt null Ironie dabei. Was ich halt dabei ziemlich cool fand, war dann eben der Caster, der noch unterwegs war. Ich hatte so das Bedürfnis, mir zu überlegen, okay, machst du mal ein bisschen was Hortz-mäßig und gehst dann in die Casting-Richtung? Ich weiß, StarCraft 2 wäre eine Option, aber ich habe so das Gefühl, StarCraft 2 ist noch ein bisschen verbrannte Erde und ich weiß auch nicht, ob ich StarCraft 2 nochmal machen möchte, aber Hotz wäre cool. League of Legends verstehe ich im Leben nie wieder. Ich habe es ja auch mal gespielt, aber das ist mir einfach zu viel Zeug. Aber Hotz wäre schon cool. Oder man castet mal Hearthstone. Ich weiß gar nicht, ob man Hearthstone castet. Gibt es eine Möglichkeit, Hearthstone zu casten? Ich glaube, nämlich zuschauen kann man. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, dass man sich wo reinhängt. Aber ich glaube, dann sieht man nur immer eine Seite, ne? Ich weiß es nicht. Also ihr seht viele Gedanken, die momentan durch den Kopf schwirren. Das ist so, wenn man zu viel Zeit hat und es Sonntag ist. Den Sonntag werde ich allerdings nicht mit zu viel Zeit vergeuden, sondern mit meiner Freundin vergeuden. Nee, das ist jetzt nicht besser, ne? Ich drücke mal die Daumen, dass sie dieses Video nicht sieht. Also, an diesem Sonntag, den 4. Advent, den wird es hier mit Kaffee trinken und was weiß ich nicht was geben. Das bedeutet, ich werde jetzt wenig an Casting-Strategien und sonst was weiterarbeiten können, sondern ich gehe Tisch decken und ja, was ihr macht, weiß ich nicht genau. Vielleicht habt ihr einen schönen Advent im Rahmen der Familie, vielleicht sagt ihr auch, Advent und Weihnachten habe ich nichts mehr zu tun, glaubenstechnisch oder aber einfach aus Prinzip. Dann ist das auch nicht schlimm, dann habt ihr hoffentlich einen schönen entspannten Sonntag, den letzten Tag, bevor es mit dem Ernst des Lebens im Sinne der Arbeit wieder weitergeht. Und ja, wenn alle Stricke reißen, dann habt einfach einen schönen 0815-Tag, denn ihr könnt immer positiv sein und sagen, okay, das nächste Spiel des Tages kommt im Zweifelsfall morgen. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass dem so ist. Solltet ihr bis dahin wirklich Langeweile haben, das Spiel des Tages gibt es in einer Playlist. Relativ viele Dringer sind schon drin. Ich glaube, wir sind jetzt inzwischen bei 193 oder 192 müsste es jetzt sein. Ich prüfe das Augenblick. YouTube, was sagt denn mein YouTube? Welches Spiel des Tages haben wir denn heute? Was haben wir denn heute? Was steht denn heute an? Augenblick, nein, das sind keine Spiele des Tages, das sind andere Videos, die Half-Life 1 Let's Play-Reihe. 193 ist es, 193, ja, guck mal. Dann müsstet ihr das ein oder andere Spiel tatsächlich schon gucken können. Ich gehe mal davon aus, dass es wenig Leute gibt, die wirklich jedes Spiel gesehen haben. Da kann ich natürlich empfehlen, also der Kanal ist voll gewumst mit allem möglichen Zeug. Es sind 1000 und x Videos. Ich glaube, ich kämpfe auf die 2000 zu, relativ deutlich. Also von daher, ihr könnt da euch, glaube ich, relativ viel vergnügen. Wie gesagt, ansonsten im Zweifelsfall spätestens morgen sollte ein neues Video online stehen. Wenn nicht das Spiel des Tages, ist morgen, glaube ich, wieder ein Half-Life 1 Video dran. Da gibt es eben auch dann das Let's Play zu. Im Zweifelsfall würde mich auch da ein Besuch von euch auf meinem Kanal und auf den entsprechenden Videos freuen. YouTube Abonnement, YouTube Daumen hoch, YouTube Kommentar unter diesem Video und Verbreiten dieses Videos. Alles total gerne erwünscht. Ich stelle übrigens gerade fest, Rang 19 ist es doch noch nicht geworden. Moment.
Nein, das ist tatsächlich Rang 20. Schweinerei. Boah, das gibt Stunk. Ja gut, dann machen wir Rang 19 morgen. Warum kriegt man dann irgendwie 2 Sterne abgezogen? Und dann bin ich zu doof? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also Rang 20 sind wir, Rang 19 gibt es morgen im nächsten Spiel des Tages. Und bevor ich mich jetzt weiter verquake und irgendwie vom Thema abschweife, sage ich, ich bin raus. Ich wünsche euch alles Gute. Wie gesagt, einen schönen Sonntag und vor allen Dingen einen schönen Abend, schönen Morgen oder schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.